Moin, schön, dass du eingeschaltet hast. Da es hier leider zurzeit keine Vor-Ort-Kurse gibt, machen wir jetzt knapp 60 Minuten Vinyasa Flow Yoga at Home. Wenn du das Ganze mit der Playlist machen willst, die ich dabei höre, dann findest du in der Beschreibung einen Spotify-Link dazu. In dieser Playlist gibt's feinsten Stoner-Rock zum Mitgrooven. Aber du kannst natürlich hören, was du willst. Ich sag dir später, wann du am besten den Play-Button drückst. Wenn Yoga ganz neu für dich ist, dann kommen jetzt noch ein paar Hinweise. Wenn du schon ein alter Hase bist, dann kannst du in der Beschreibung den Timecode für den Start der Atemübung oder den Start der Asana-Praxis, also der Körperübung, auswählen. So, du bist also neu beim Yoga. Herzlich willkommen, das freut mich. Jetzt ein paar Hinweise. Bitte mach diese Stunde nur, wenn du gesund bist und am besten auch nicht, wenn du schwanger bist, da ich dazu keine besonderen Ansagen oder Hinweise gebe. Wenn du eine akute Verletzung hast, dann bitte auch erstmal pausieren und einsteigen, wenn du wieder fit bist. So, für alle, die jetzt ready for some action sind, ich sag die einzelnen Haltungen mit der Atmung an. Das mache ich vor allem, damit du bewusster atmen kannst, aber das sind natürlich nur Vorschläge. Atme so, wie du atmen willst und musst. In der Asana-Praxis wollen wir versuchen, nur durch die Nase zu atmen. Wenn das nicht mehr geht, dann will dein Körper dir vermutlich sagen, dass du einen Gang zurückschalten sollst. Du darfst dich gerne herausfordern, aber versuch dich nicht zu überfordern. Du kannst jederzeit eine Pause machen, komm dafür gern in die Kindhaltung. Die sieht so aus. Oder in irgendeine Haltung, in der du entspannen kannst. Halte dir gerne Hilfsmittel bereit, wie zum Beispiel eine Decke, ein Handtuch, ein Block oder alternativ auch ein dickes Buch. Wenn dir irgendeine Haltung unangenehme Schmerzen bereitet, dann geh bitte einen Schritt zurück, verlasse die Haltung oder finde ein Workaround, in dem du vielleicht mit einer Decke abpolsterst oder ähnliches. Aber bitte hör auf deinen Körper. Okay, dann können wir loslegen. Wir starten die Praxis mit einer Runde Pranayama. Das sind Atemübungen. Wir üben eine Runde Nadi Shodhana. Dabei atmen wir abwechselnd durch das linke und das rechte Nasenloch ein und aus. Diese Atmung wirkt beruhigend und soll deine rechte und linke Seite in Balance bringen. Wenn ein Nasenloch dicht ist, dann lässt du das Pranayama entweder ausfallen oder du schließt das freie Nasenloch nicht vollständig. Dann finde einen bequemen Sitz, in dem du die Wirbelsäule aufrichten kannst. Kreise die Schulter nochmal über vorne, nach oben, nach hinten und unten. Nimm die rechte Hand in Vishnu Mudra. Dafür klappst du deinen Zeigefinger und Mittelfinger ein. Wenn das unangenehm ist, dann nimmst du einfach Zeigefinger und Daumen und klappst die anderen Finger ein. Geht auch. Dann nimm die Hand zur Nase, Daumen über dem rechten Nasenloch und Ringfinger oder alternativ eben Zeigefinger über dem linken. Atme durch beide Nasenlöcher ein und einmal alles aus durch den Mund. Schließ gern die Augen. Atme durch die Nase ein. Verschließe rechts. Links aus für 4, 3, 2, 1. Links ein für 4, 3, 2, 1. Wechsel rechts aus für 4, 3, 2, 1. Rechts ein, 4, 3, 2, 1. Wechsel links aus, 4, 3, 2, 1. Links ein, 4, 3, 2, 1. Wechsel rechts aus, 4, 3, 2, 1. Rechts ein, 4, 3, 2, 1. Wechsel links aus, 5, 4, 3, 2, 1. Links ein, 5, 4, 3, 2, 1. Wechsel rechts aus, 5, 4, 3, 2, 1. Rechts ein, 5, 4, 3, 2, 1. Links aus, 5, 4, 3, 2, 1. Links ein, 5, 4, 3, 2, 1.
Rechts aus. 5, 4, 3, 2, 1. Rechts ein. 5, 4, 3, 2, 1. Wechsel links aus. 5, 4, 3, 2, 1. Dann löse die Atmung auf. Löse das Mudra, lass die Hände auf die Knie sinken und atme normal weiter. Dann spüre, wie dein Atem sich jetzt anfühlt. Finde einen Sitz mit gekreuzten Beinen, entweder den Schneidersitz oder, wenn du eine gut geöffnete Hüfte hast, dann beide Unterschenkel in den Boden. Drücke jetzt den Play-Button an deinem Musikabspielgerät. Richte die Wirbelsäule lang auf, zieh die Schulter nochmal über vorne, nach oben, nach hinten, nach unten. Lass die Schultern dort, mach den Nacken lang, neige dein Kinn leicht zur Brust. Stell dir vor, ein Faden an deinem Hinterkopf zieht dich nach oben und zieht deine Wirbelsäule noch ein Stückchen mehr in die Länge. Lass die Hände entspannt auf den Knien liegen, atme tief ein und aus. Mit der nächsten Einatmung zieh die Arme weit nach oben, streck dich. Ausatmen, neig dich nach rechts, rechte Hand in den Boden, linke Arm zieht über den Kopf nach rechts. Einatmen, zurück in die Mitte, zieh dich lang nach oben. Ausatmen, neig dich nach links, linke Hand zum Boden, rechte Arm zieht nach links. Einatmen, zurück zur Mitte, streck dich. Ausatmen, neig dich nach rechts, fall nicht in dich zusammen, öffne die Brust eher nach oben. Einatmen, zurück in die Mitte. Ausatmen, nach links. Einatmen, zurück in die Mitte, mach dich lang. Ausatmen, nach rechts. Einatmen, in die Mitte. Ausatmen, nach links. Einatmen, komm in die Mitte zurück. Mit der nächsten Ausatmung twiste dich über dein rechtes Knie nach rechts. Deine linke Hand am rechten Knie gibt dir einen leichten Hebel. Rechte Hand hinter dir im Boden. Einatmen, lass die linke Hand, wo sie ist, mach mit der rechten einen weiten Kreis über den Boden und bring sie an dein linkes Knie. Arm über Kreuz, mach dich ganz rund. Ausatmen, löst die linke Hand hinter dich, richte dich auf, twist nach links. Einatmen, führ die linke Hand in einem weiten Bogen über den Boden an dein rechtes Knie. Mach den Rücken ganz rund. Ausatmen, löse die rechte Hand, twist nach rechts. Einatmen, mit der rechten Hand einen weiten Kreis über den Boden ans linke Knie, mach dich rund. Ausatmen, löse links, twist über das linke Bein. Einatmen, linke Hand in einem weiten Bogen an dein rechtes Knie, mach den Rücken rund. Ausatmen, löse die rechte Hand, twist nach rechts. Einatmen, rechts im weiten Kreis über den Boden, linkes Knie, mach dich ganz rund. Ausatmen, löst die linke Hand hinter dich, richte dich auf. Einatmen, löst die Arme, streck sie nach oben, dreh dich zur Mitte zurück. Und ausatmen, lösen. Nimm jetzt die linke Handfläche neben dir in den Boden und leg die rechte Hand auf deinen Kopf. Und dann gib dir hier einen sanften Nackenstretch nach rechts. Für einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Wechsel die Seiten, rechte Handfläche zum Boden, linke zum Kopf, leichter Stretch nach links. Einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Löse die Hände, mach kurz, was dir gut tut, kreise die Schultern, kreise den Kopf über vorne von Seite zu Seite, was auch immer sich jetzt gut anfühlt. Dann komm zurück in den aufrechten Sitz, öffne die Arme zu den Seiten, die Handflächen nach oben, einatmen hier. Ausatmen, mach den Rücken rund und führe die gestreckten Arme Handrücken an Handrücken vor dir zusammen. Einatmen, öffne die Brust, Arme zu den Seiten. Ausatmen, runde Rücken, Arme vor dir zusammen. Einatmen, öffne die Brust, Arme zu den Seiten. Ausatmen, runde Rücken, Arme zusammen. Einatmen, öffne die Brust und ausatmen, löse die Arme.
Dann komm in einen Vierfüßlerstand. Die Knie sind unter der Hüfte, hüftweit geöffnet, die Schultern über den Handgelenken, Hände schulterweit auseinander im Boden. Jetzt wärmen wir die Handgelenke mal ein bisschen auf. Dreh deine Hände so, dass die Fingerspitzen nach außen zeigen und dann pendel sanft von links nach rechts über deine Handgelenke. Jetzt dreh die Fingerspitzen in Richtung Knie und wippe ganz sanft vor und zurück. Dann verlagere dein Gewicht ein bisschen mehr nach hinten und komm auf die Handrücken. Gib dich hier mit ganz sachter Gewichtsverlagerung nochmal einen Stretch in die andere Richtung. Dann komm auf die Fäuste, mach die Handgelenke ganz fest und dann finde zurück in den neutralen Vierfüßlerstand. Hüfte über den Knien, Schultern über den Handgelenken. Für ein paar Cat-and-Cow-Stretches komm einatmend in ein geführtes Hohlkreuz, Blick nach vorne. Ausatmend schieb die Schultern nach oben, runder Rücken. Einatmen, geführtes Hohlkreuz, Blick vor. Ausatmen, runder Rücken. Einatmen, Blick vor. Ausatmen, runder Rücken. Und dann einatmen, finde zurück in den neutralen Rücken. Mach den Bauch fest. Und einatmen, strecke die rechte Hand nach vorne, das linke Bein zurück. Beide Beine parallel überm Boden. Fuß ist aktiv und geflext. Ausatmen, bring Knie und Ellbogen unter dem Körper zusammen. Einatmen, streck dich. Ausatmen, Knie an Ellenbogen. Einatmen, streck dich. Ausatmen, Knie an Ellenbogen. Einatmen, streck dich. Hebe Hand und Bein so hoch du kannst. Und ausatmen, Hand und Bein in gestrecktem Zustand zum Boden. Einatmen, heben. Noch eine schöne Banane hier. Ausatmen, Fuß und Hand zum Boden. Einatmen, heben. Und ausatmen, zurück in den Vierfüßler. Andere Seite. Einatmen, streck die linke Hand nach vorne, das rechte Bein zurück, parallel über dem Boden, Fuß aktiv und geflext. Ausatmen, Knie und Ellenbogen unter dir zusammen. Einatmen, streck dich auseinander. Ausatmen, Knie an Ellenbogen. Einatmen, streck dich. Ausatmen, Knie an Ellenbogen. Einatmen, streck dich. Heb Hand und Bein ein bisschen höher. Und ausatmen, Hand und Bein gestreckt zum Boden. Einatmen, heb dich, mach eine schöne Banane. Ausatmen, Fuß und Hand zum Boden. Einatmen, heben. Und ausatmen, komm zurück in den Vierfüßler. Einatmen, komm in ein geführtes Hohlkreuz, Blick vor. Ausatmen, bring den Po zu den Fersen, lass die Arme vorne, leg den Fußspann in der Matte ab für die erweiterte Kindhaltung. Einatmen, roll über den Vierfüßler vor, Schultern über den Handgelenken, Bauch angespannt. Ausatmen, Mini-Push-Up, beug die Ellbogen, Arme eng am Körper, senk dich. Einatmen, drück dich hoch, streck die Arme. Ausatmen, Po zu den Fersen, erweiterte Kindhaltung. Zwei noch. Einatmen, roll vor, Schultern über den Handgelenken. Ausatmen, beug die Arme, senk dich bis kurz vom Boden. Einatmen, drück dich hoch. Ausatmen, Po zu den Fersen, erweiterte Kindheit. Einatmen, roll dich vor. Ausatmen, beug die Arme. Einatmen, drück dich hoch. Ausatmen, Po zu den Fersen, erweiterte Kindheit. Achtung, mit der Einatmung schieb dich mit dem Brustbein tief über der Matte vor in eine kleine Kobra. Bauchlage, Schultern oben. Die Kraft kommt aus dem Rücken, nicht aus deinen Händen. Ausatmen, Po zu den Fersen, erweiterte Kindhaltung. Auch zwei hiervon. Einatmen, schieb dich tief über der Matte vor, kleine Kobra. Ausatmen, Po zu den Fersen, erweiterte Kindhaltung. Einatmen, schieb dich tief über der Matte vor in die Kobra. Ausatmen, Po zu den Fersen, erweiterte Kindhaltung. Einatmen, komm zurück in den Vierfüßler. Stell jetzt die Zehen auf und mit der Ausatmung hebst du die Knie ein paar Zentimeter vom Boden. Wir halten für drei Atemzüge. Einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei.
Einatmen, ausatmen, drei. Einatmen. Jetzt darfst du die Beine langsam strecken und dein Gesäß nach hinten schieben für den herabschauenden Hund. Lass die Fersen noch abwechselnd in die Matte sinken. Mach einen kleinen Hundespaziergang, beug die Knie, groove dich ein bisschen ein. Und dann finde einen statischen Hund. Gib Kraft in die Hände, drück die ganze Handfläche in die Matte, mach den Rücken lang. Wenn du dabei die Beine nicht strecken kannst, dann lass sie leicht gebeugt. Aber schau, dass dein Rücken gerade ist, dass der Po der höchste Punkt ist. Mit der nächsten Einatmung lauf in kleinen Schritten vor in Richtung deiner Hände. Wenn du angekommen bist, lass dich hier in Uttanasana, der Vorbeuge, ein bisschen hängen. Greif vielleicht deine Ellenbogen, schaukel von links nach rechts, vor und zurück. Lass den Nacken locker. Sag ja, nein, nein. Und dann nochmal ja. Mit der nächsten Einatmung roll dich langsam Wirbel für Wirbel auf in den Stand Tadasana. Richte dich hier gut ein, heb alle Zehen an vom Boden, fächer sie weit auf, spreiz sie auseinander und dann versuch sie nacheinander einzeln zurück auf die Matte zu setzen. Da scheitert es schon bei den meisten, aber Übung macht den Meister. Kipp dein Becken einmal vor, sodass du ein richtiges Hohlkreuz hast. Das wollen wir nicht. Jetzt kipp dein Becken mal in die andere Richtung. Dann merkst du, dass deine Oberschenkel und dein Po sich anspannen. Das wollen wir. Spann auch den Bauch an. Rücken lang, Schultern hinten und unten. Hände aktiv aufgefächert. Stell dir wieder vor, ein Faden an deinem Hinterkopf zieht dich noch ein Stückchen länger nach oben. Und so kannst du dann mit den Sonnengrüßen losgehen, ne? Einatmen, schwing die Arme nach oben, leichte Rückbeuge. Ausatmen, falte dich in die Vorbeuge. Greife die Hände hinterm Rücken, zieh sie nach oben. Einatmen, Hände zum Boden, rechter Fuß macht einen weiten Schritt zurück. Ausatmen, linker Fuß dazu in den herabschauenden Hund. Einatmen, roll dich vor in eine Planke. Ausatmen, senk dich geführt auf den Boden ab. Einatmen, Brust heben für die kleine Kobra, kein Gewicht auf den Händen. Ausatmen, Po zu den Fersen, streck die Beine, herabschauender Hund. Einatmen, roll wieder vor in die Planke. Ausatmen, setz Knie, Brust und Kinn in der Matte ab, Po bleibt oben. Einatmen, leg dich ab für die kleine Kobra. Ausatmen, Po zu den Fersen, herabschauender Hund. Einatmen, rechter Fuß vor zu den Händen. Ausatmen, linker Fuß dazu. Einatmen, richte dich auf, schwing die Arme nach oben, leichte Rückbeuge. Und andere Seite ausatmen, falte dich vor in die Vorbeuge, greif die Hände hinterm Rücken, zieh sie nach oben. Einatmen, Hände zum Boden, der linke Fuß macht einen weiten Schritt zurück. Ausatmen, rechter Fuß dazu, herabschauender Hund. Einatmen, roll dich vor in eine Planke. Ausatmen, senk dich geführt auf den Boden ab. Einatmen, Brust heben für die kleine Kobra, kein Gewicht auf den Händen. Ausatmen, Po zu den Fersen, strecke die Beine, herabschauender Hund. Einatmen, roll wieder vor in die Planke. Ausatmen, setz Knie, Brust und Kinn in der Matte ab, Po bleibt oben. Einatmen, leg dich ab, kleine Kobra. Ausatmen, Po zu den Fersen, herabschauender Hund. Einatmen, linker Fuß vor zu den Händen. Ausatmen, rechter Fuß dazu. Einatmen, richte dich auf, schwing die Arme nach oben, leichte Rückbeuge. Und ausatmen, senk die Arme, Tadasana. Noch eine Runde. Einatmen, streck die Arme nach oben, leichte Rückbeuge. Ausatmen, falte dich vor, Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, komm in die halbe Vorbeuge, der Oberkörper parallel über der Matte, Bauch ist aktiv, heb die Arme zu den Seiten und ausatmen, umarm dich selbst. Einatmen, öffne die Arme, zieh die Schulterblätter zusammen und ausatmen, umarm dich, vielleicht jetzt andersrum. Einatmen, öffne die Arme, zieh die Schulterblätter zusammen und ausatmen, umarm dich,
Löst die Arme zum Boden. Und dann einatmen, der rechte Fuß zurück, bleib hier. Ausatmen, Runner's Lunge, Blick nach vorne. Einatmen, heb den rechten Arm zur Decke, öffne dich. Ausatmen, Arm zurück, linker Fuß nach hinten, herabschauender Hund. Einatmen, roll vor in die Planke. Ausatmen, senk dich ab. Einatmen, Brust heben, kleine Kobra. Ausatmen, Po zu den Fersen, herabschauender Hund. Einatmen, vor in die Planke. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn zur Matte. Einatmen, kleine Kobra. Ausatmen, Po zu den Fersen, herabschauender Hund. Einatmen, rechter Fuß nach vorne. Ausatmen, linker Fuß dazu. Einatmen, richte dich auf, schwing die Arme nach oben. Und ausatmen, Tadasana. Andere Seite. Einatmen, streck die Arme nach oben, leichte Rückbeuge. Ausatmen, falte dich vor, Uttanasana. Einatmen, komm in die halbe Vorbeuge, Oberkörper parallel, Bauch aktiv, heb die Arme zu den Seiten. Ausatmen, umarm dich selbst. Einatmen, öffne die Arme, Schulterblätter zusammen. Ausatmen, umarm dich, vielleicht andersrum. Einatmen, öffne die Arme. Und ausatmen, umarm dich. Dann löst die Arme zum Boden, die Hände zum Boden. Einatmen, linker Fuß zurück, bleib hier. Ausatmen, Runner's Lunge, Blick nach vorne. Einatmen, heb den linken Arm zur Decke, öffne dich. Ausatmen, Arm zurück, rechter Fuß nach hinten, herabschauender Hund. Einatmen, roll vor in die Planke. Ausatmen, senk dich ab. Einatmen, Brust heben, kleine Kobra. Ausatmen, Po zu den Fersen, herabschauender Hund. Einatmen, vor in die Planke. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn zur Matte. Einatmen, kleine Kobra. Ausatmen, Po zu den Fersen, herabschauender Hund. Einatmen, der linke Fuß nach vorne. Ausatmen, der rechte Fuß dazu. Einatmen, richte dich auf, schwing die Arme nach oben. Und ausatmen, Tadasana. Weiter geht's. Einatmen, streck die Arme nach oben, beug die Beine, setz dich tief in Utkatasana, den Stuhl. Ausatmen, falte dich vor, Uttanasana, Vorbeuge. Einatmen, Adha Uttanasana, halbe Vorbeuge, öffne die Arme zu den Seiten. Ausatmen, umarm dich. Einatmen, öffne die Arme. Ausatmen, umarm dich. Vielleicht andersrum. Einatmen, öffne die Arme. Ausatmen, umarm dich, dann löst die Hände zum Boden. Einatmen, rechter Fuß zurück. Ausatmen, linker Fuß dazu, herabschauender Hund. Einatmen, schwing den rechten Fuß nach hinten und oben. Ausatmen, zieh den Fuß vor zwischen die Hände. Der hintere Fuß dreht 90 Grad aus, richte dich auf in Krieger Nummer 2. Der rechte Arm zieht vor, der linke Arm zieht zurück. Das vordere Bein ist gebeugt. Schau, dass du hier mit dem Knie nicht über das Fußgelenk herausragst. Und schau, dass dein Knie nicht nach innen kippt, sondern gerade nach vorne zeigt. Deine Arme sind auf einer Höhe. Deine Schultern ziehen nicht hoch zu den Ohren, sondern sind tief und entspannt. Der stolze Krieger. Wofür kämpft der Krieger? Für die Liebe natürlich. Und dann mit der Einatmung. Der linke Arm hinten auf den linken Oberschenkel. Lehn dich zurück. Der rechte Arm zieht nach hinten und oben. Vorderes Bein bleibt tief gebeugt. Friedlicher Krieger. Ausatmen, rechter Ellbogen auf das rechte Knie, der linke Arm zieht über den Kopf nach vorne für Parshvakonasana. Einatmen, lehn dich nochmal zurück, friedlicher Krieger, rechter Arm zieht hoch und zurück. Ausatmen, rechter Arm, rechter Oberschenkel, linker Arm zieht nach vorne über deinen Kopf. Wir halten für 3 Atemzüge. Versuch die Brust noch ein bisschen mehr nach oben zu öffnen, nicht zu viel Gewicht auf deinen Arm abzugeben. Dein Zentrum soll dich hier halten. Dafür einatmen, ausatmen, 2. Einatmen, ausatmen, 3. Einatmen, lehn dich zurück in den friedlichen Krieger. Und mit der Ausatmung schwing die Arme in einem weiten Bogen über vorne nach unten und hinten. Streck das vordere Bein, verlagere dein Gewicht nach hinten. Hinteres Bein beugt, der Regenbogenkrieger, Skandasana. Einatmen, den gleichen Weg zurück, schwing die Arme im weiten Bogen, vorderes Bein beugt wieder, Gewicht nach vorne, hinteres Bein streckt, friedlicher Krieger, lehn dich zurück.
Und ausatmen, löse in Krieger 2, Arme auf einer Linie. Einatmen, dreh den hinteren Fuß ein, dreh dich nach vorne, Arme nach oben, High Lunge. Ausatmen, zieh dein linkes Bein nach vorne, lass es in der Luft, richte dich auf und zieh das Knie mit hoch. Einatmen, nimm die linke Hand an das Knie und öffne dein Bein zur Seite. Der rechte Arm zieht nach rechts, der Blick folgt dem rechten Arm, wenn das geht. Kleine Balance, wir halten, ausatmen, einatmen, ausatmen, zwei, einatmen, ausatmen, drei, einatmen, komm zur Mitte zurück und ausatmen, löse, setz den Fuß wieder am Boden ab, Tadasana. So, andere Seite. Einatmen, streck die Arme nach oben, beug die Beine, setz dich tief, Utkatasana, der Stuhl. Ausatmen, falte dich vor, Uttanasana. Einatmen, Adha Uttanasana, halbe Vorbeuge, öffne die Arme zu den Seiten. Ausatmen, umarm dich. Einatmen, öffne die Arme. Ausatmen, umarm dich. Einatmen, Arme öffnen. Und ausatmen, umarm dich. Löse die Hände dann zum Boden. Einatmen, der linke Fuß steigt zurück. Ausatmen, der rechte Fuß dazu, herabschauender Hund. Einatmen, schwing den linken Fuß nach hinten und oben. Ausatmen, zieh den Fuß vor zwischen die Hände. Der hintere Fuß treten 90 Grad aus, richte dich auf. Krieger 2. Linker Arm zieht vor, rechter Arm zurück. Vorderes Bein tief gebeugt. Guck wieder, dass dein Knie gut ausgerichtet ist und nicht nach innen kippt. Deine Arme sind auf einer Höhe, deine Schultern sind tief und entspannt. Der stolze Krieger, der immer noch für die Liebe kämpft. Einatmen, der rechte Arm auf den rechten Oberschenkel, lehn dich zurück, linker Arm zieht nach hinten und oben. Vorderes Bein tief gebeugt, friedlicher Krieger. Ausatmen, linker Ellenbogen, linkes Knie, der rechte Arm zieht über den Kopf nach vorne. Parshvakonasana. Einatmen, lehn dich zurück, friedlicher Krieger, dein linker Arm zieht hoch und zurück. Ausatmen, linker Arm auf den linken Oberschenkel, der rechte Arm zieht nach vorne, öffne die Brust. Wir halten für einatmen, ausatmen, eins, einatmen, ausatmen, zwei, einatmen, ausatmen, drei. Einatmen, lehn dich zurück in den friedlichen Krieger. Mit der Ausatmung schwing die Arme in einem weiten Bogen über vorne nach unten und hinten, streckt das vordere Bein, verlagert das Gewicht nach hinten, hinteres Bein beugt, der Regenbogenkrieger, Skandasana. Einatmen, gleicher Weg zurück, schwing die Arme in weitem Bogen, dein vorderes Bein beugt wieder, Gewicht nach vorne, hinteres Bein streckt, friedlicher Krieger, lehn dich zurück. Und ausatmen, löse in Krieger 2, Arme auf einer Linie. Einatmen, dreh den hinteren Fuß ein, dreh dich nach vorne, Arme nach oben, High Lunge. Ausatmen, zieh dein rechtes Bein nach vorne, lass es in der Luft, richte dich auf und zieh das Knie mit hoch. Einatmen, nimm die rechte Hand an das Knie und öffne dein Bein zur Seite. Der linke Arm zieht nach links, der Blick folgt, wenn das geht. Wir halten, ausatmen. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Einatmen, komm zur Mitte zurück und ausatmen. Setz den Fuß ab, löse Tadasana. Eine Runde noch im Stehen. Einatmen, streck die Arme weit nach oben, setz dich tief, Utkatasana, der Stuhl. Ausatmen, mach mit links einen weiten Schritt zurück, High Lunge. Vorderes Bein gebeugt. Einatmen, streck das vordere Bein. Ausatmen, beug beide Beine, die Arme ziehen nach unten. Einatmen, beides strecken, Arme ziehen hoch. Ausatmen, beide Beine beugen, Arme ziehen nach unten. Einatmen, beides strecken, die Arme hoch. Ausatmen, beugen, Arme tief. Einatmen, strecken. Und ausatmen, beugen. Einatmen, komm in High Lunge, Arme hoch, hinteres Bein streckt, vorderes ist gebeugt. Ausatmen, der linke Arm zieht nach vorne, der rechte Arm zieht zurück, dreh den Oberkörper nach rechts für den Twist. Einatmen, zurück zur Mitte, Arme hoch. Ausatmen, nochmal Twist nach rechts, wir halten.
Einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Einatmen, komm zurück in die Mitte, High Lunge, Arme nach oben. Ausatmen, bring die Hände zum Boden, setz das hintere Knie in der Matte ab, leg dir gern die Matte doppelt oder eine Decke drunter, wir bleiben hier einen Moment. Schau, dass dein vorderes Knie über dem Fußgelenk ist und nicht darüber hinwegzieht. Dann einatmen, zieh die Arme hoch, leichte Rückbeuge, sink tief in der Hüfte für Anjaneyasana. Ausatmen, Arme zum Boden, streck das vordere Bein, Po wandert übers Knie und lass dich über dein vorderes Bein sinken für Adha Hanumanasana. Einatmen, beug das vordere Bein wieder, Arme hoch, leichte Rückbeuge, sink tief in der Hüfte. Und ausatmen, Arme zum Boden, streck das vordere Bein, lass dich nach unten sinken. Einatmen, beug das vordere Bein, Arme hoch, leichte Rückbeuge, wir bleiben, ausatmen. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Einatmen, streck dich lang und ausatmen. Arme zum Boden, streck das vordere Bein. Lass dich über dein Bein nach unten sinken. Hier bleiben wir auch. Für einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Einatmen, beug das vordere Bein, die Arme wieder nach oben, leichte Rückbeuge. Mit der Ausatmung heb das hintere Knie von der Matte ab, zurück in den High Lunge. Einatmen, zieh das linke Knie nach vorne, richte dich auf und nimm das Knie mit nach oben. Ausatmen, bring die rechte Hand an das linke Knie und twiste dich nach links, der linke Arm streckt zurück, der Blick folgt. Für einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Und einatmen, ausatmen, drei. Einatmen, komm zurück in die Mitte, Blick nach vorne. Ausatmen, löse Tadasana. Und wir haben noch eine andere Seite, also weiter geht's. Einatmen, streck die Arme nach oben, setz dich tief, Utkatasana, der unbequeme Stuhl. Ausatmen, mach mit rechts einen weiten Schritt zurück, High Lunge, vorderes Bein gebeugt. Einatmen, streck dein vorderes Bein. Ausatmen, beug beide Beine, Arme ziehen nach unten. Einatmen, beide Beine strecken, Arme nach oben. Ausatmen, beide Beine beugen, Arme nach unten. Einatmen, strecken. Ausatmen, beugen. Einatmen, strecken. Ausatmen, beugen. Einatmen, komm in den High Lunge zurück, Arme hoch, hinteres Bein streckt, vorderes ist gebeugt. Ausatmen, der rechte Arm zieht nach vorne, der linke Arm zieht zurück, dreh den Oberkörper nach links. Einatmen, zurück zur Mitte, Arme nach oben. Ausatmen, noch einmal Twist nach links, wir halten. Einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Einatmen, komm zurück in die Mitte, High Lunge. Ausatmen, Hände zum Boden, setz das hintere Knie in der Matte ab, leg dir gerne wieder was drunter und schau, dass dein vorderes Knie über dem Fußgelenk ist. Einatmen, zieh die Arme hoch, leichte Rückbeuge, sink tief in der Hüfte, Anjaneyasana. Ausatmen, Arme zum Boden, streck das vordere Bein, Po wandert über das Knie, lass dich nach unten sinken, Adha Hanumanasana. Einatmen, beug das vordere Bein, wieder Arme hoch, leichte Rückbeuge. Ausatmen, Arme zum Boden, streck das vordere Bein, lass dich sinken. Einatmen, beug dein vorderes Bein, Arme hoch, leichte Rückbeuge. Und wir bleiben, ausatmen. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Einatmen, streck dich. Ausatmen, Arme zum Boden, streck das vordere Bein, lass dich nach unten sinken, wir bleiben. Einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Einatmen, beug das vordere Bein, Arme hoch, leichte Rückbeuge. Ausatmen, heb das hintere Knie von der Matte in den High Lunge. Einatmen, zieh das
Rechte Knie nach vorne, richte dich auf und nimm das Knie mit nach oben. Ausatmen, bring die linke Hand an das rechte Knie und twiste dich nach rechts. Der rechte Arm streckt zurück, der Blick folgt. Für einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Einatmen, komm zurück in die Mitte, Blick nach vorne. Ausatmen, löse, Tadasana. Wunderbar. Jetzt machen wir noch was für die Balance. Einatmen, heb dein rechtes Knie nach oben und greif unter den Oberschenkel. Ausatmen, streck dein Bein nach vorne. Einatmen, beugen. Ausatmen, strecken. Noch einmal einatmen, beugen. Ausatmen, strecken. Vielleicht noch ein bisschen höher, halte hier und jetzt löse die Arme, streck die Arme nach oben. Einatmen hier und ausatmen, beug dein Bein wieder. Greif jetzt dein Fußgelenk hinter deinem Gesäß mit beiden Händen. Und einatmen, schieb mit deinem Fuß nach hinten in deine Hände, lehn dich leicht nach vorne, sodass du eine schöne Dehnung in den Schultern und in der Oberschenkelvorderseite spürst. Halte die Balance, ausatmen. Und einatmen hier, mit der Ausatmung löst die Haltung auf. Einatmen, zieh dein Knie nochmal nach vorne und ausatmen, noch einmal strecken. Einatmen, beugen. Und ausatmen, löse in Tadasana. So, damit beide Seiten gleich sind, machen wir die andere jetzt auch noch. Einatmen, heb dein linkes Knie nach oben, greif unter den Oberschenkel. Ausatmen, streck dein Bein nach vorne. Einatmen, beugen. Ausatmen, strecken. Noch einmal einatmen, beugen. Ausatmen, strecken, noch ein bisschen höher, halte hier, löse die Arme, streck sie nach oben, halte dein Bein, einatmen hier und ausatmen, beuge das Bein, greif dein Fußgelenk hinter deinem Gesäß mit beiden Händen. Einatmen, schieb mit deinem Fuß nach hinten in deine Hände, lehn dich leicht nach vorne, sodass du wieder eine Dehnung in den Schultern und in der Oberschenkelvorderseite spürst. Ausatmen hier, Balance halten, einatmen und ausatmen. Löse die Haltung auf, einatmen, zieh das Knie nochmal nach vorne. Ausatmen, noch einmal strecken, einatmen, beugen und ausatmen. Löse in Tadasana. Well done. Gönn dir eine kleine Pause, schüttel die Beine, schüttel die Arme. Ach, was soll der Geiz? Schüttel, schüttel alles. Guckt doch keiner zu, oder? Einmal schön rumschütteln hier, schön rumspacken. So, das reicht jetzt aber. Finde wieder zurück zu deinem Tadasana. Heb nochmal alle Zehen an, spreiz sie weit auseinander und dann versuch sie wieder einzeln nacheinander zurück auf die Matte zu setzen. Kipp dein Becken leicht nach hinten, spann so die Oberschenkel und den Po an. Mach den Bauch fest, Rücken lang, Schultern hinten und unten, Hände aktiv aufgefächert, Mini-Doppelkinn und langer Nacken. Einatmen, zieh die Arme über vorne nach oben und komm dabei auf die Zehenspitzen. Maximale Streckung ganz oben auf dem Regal. Da musst du jetzt hinkommen. Da ist der letzte Schokoriegel der Welt. Und ausatmen, senk dich wieder ab. Hat noch nicht gereicht. Wir brauchen mehr Streckung. Geh ein bisschen in die Knie nach unten. Und dann wieder einatmen, richte dich auf, zieh die Arme hoch, komm auf die Zehenspitzen. Ah, es reicht noch nicht. Ausatmen, senk dich wieder ab, beug die Knie noch ein bisschen weiter. Wie ein Skispringer wollen wir abheben. Einatmen, streck die Beine, schwing die Arme hoch, komm auf die Zehenspitzen. Einmal noch. Ausatmen, komm noch ein Stückchen tiefer, mehr Schwung. Und einatmen, zieh alles nach oben, streck dich. Ja, da ist er. Der letzte Schokoriegel der Welt. Und den bringen wir jetzt ganz behutsam zur Erde. Ausatmen, bleib auf den Zehenspitzen, beug die Beine, senk die Arme und komm ganz langsam in eine Hocke. Geschafft.
In der Hocke angekommen, geh jetzt mit deinen Füßen ein bisschen weiter auseinander und wenn möglich senkst du die ganze Fußsohle in den Boden ab. Wenn das nicht geht, kannst du dir zum Beispiel deine Matte aufrollen und die Fersen darauf absetzen. Dann bring jetzt deine Handflächen vor der Brust zusammen. Mit deinen Ellenbogen kannst du von innen deine Knie noch ein bisschen mehr nach außen drücken. Versuch dein Becken nach vorne zu kippen und den Rücken lang zu machen. Einatmen, löse die Hände, die linke Hand innen vom Knie zum Boden. Der rechte Arm streckt nach oben und hinten. Öffne die Brust. Ausatmen, wir bleiben. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Einatmen, öffne dich nochmal und ausatmen, löse Hände wieder zusammen vor der Brust. Andere Seite. Einatmen, löse die Hände, rechte Hand innen vom Knie zum Boden und der linke Arm öffnet sich weit nach oben. Ausatmen. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Einatmen, öffne dich nochmal ganz weit und ausatmen, löse die Hände wieder zusammen vor der Brust. So, mittlerweile sind wir, denke ich, schon ganz gut aufgewärmt, sodass wir einen kleinen Sprung machen können. Wenn du dir da noch nicht so ganz sicher bist, dann steigst du jetzt einfach langsam in eine Planke zurück. Und wenn du dabei bist, dann löse beide Hände in den Boden, verlagere das Gewicht ein bisschen nach vorne, einatmen und ausatmen, spring zurück in eine Planke. Wir bleiben. Wenn dir das schon anstrengend genug ist, dann setz jetzt die Knie ab. Wir machen drei Liegestütz. Einatmen hier, ausatmen, senk dich ab, fester Bauch, du bist ein Brett. Einatmen, drück dich hoch, du bist immer noch ein Brett. Und ausatmen, senk dich nochmal ab, ich bin ein Brett. Einatmen, drück dich hoch, Brett, 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 Brett. Und letztes Mal, auf geht's. Ausatmen, senk dich ab. Und einatmen, drück dich hoch, jawohl, sehr gut. Und ausatmen, lass dich in die Bauchlage auf den Boden sinken. Bau dir mit deinen Händen ein kleines Kissen, auf dem du die Stirn ablegen kannst. Schaukel dein Becken von links nach rechts und entspanne einen Moment. Bring mit der nächsten Einatmung deine Arme in eine Sphinx-Position. Ellbögen. Ellbögen? Ellbogen? Ellbogen. Unter den Schultern, Handflächen zum Boden. Ausatmen. Wir bleiben für 5 Atemzüge. Dein Blick geht ganz entspannt, so etwa 1 Meter vor dir in den Boden, damit der Nacken lang bleibt. Noch für einatmen, ausatmen, drei. Einatmen, ausatmen, vier. Einatmen, ausatmen, fünf. Dann löse die Position, bau dir nochmal dein Kissen und schaukel dein Becken. Jetzt bring deine Arme zurück und verschränke die Hände hinter deinem Rücken. Mit der nächsten Einatmung ziehst du die Hände zurück, hebst den Brustkorb von der Matte, hebst die Beine so hoch du kannst für Shalabhasana, die Heuschrecke. Ausatmen, wir halten, lass den Nacken lang. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Dann löse in die Bauchlage, bau dein Kissen, schaukel dein Becken. Und weil es so schön war, gleich noch eine Runde. Bring die Arme zurück, verschränk die Hände hinter deinem Rücken. Einatmen, zieh die Hände zurück, heb die Brust von der Matte, heb die Beine so hoch du kannst, heb alles Shalabhasana. Ausatmen, wir halten. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Und dann löse in die Bauchlage. Bau dein Kissen, schaukel dein Becken, Baby. Und dann für den Bogen, Dhanurasana. Beug die Knie und greif von außen an deine Fußgelenke. Und mit der nächsten Einatmung schieb mit deinen Füßen deine Hände zurück, heb die Brust, eventuell auch die Knie von der Matte. Ausatmen. Lass den Kopf nicht hängen, der bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen,
Drei, löse in die Bauchlage. Ein letztes Mal Kissen und Becken schaukeln. Dreh dich jetzt auf den Rücken, zieh die Knie zur Brust, greif in deine Kniekehlen und schaukel dich ein bisschen vor und zurück. Gib dem Rücken eine kleine Massage. Und dann treffen wir uns in der Mitte. Balanciere auf deinem Po bzw. auf deinem Kreuzbein für das Boot Navasana. Bring die Unterschenkel und die Arme parallel über die Matte. Fingerspitzen zeigen in Richtung Füße. Lass den Rücken nicht rund werden hier. Lass ihn gerade, damit die Bauchmuskeln noch arbeiten müssen. Das ist das Boot bei ruhiger Wetterlage. Aber jetzt bekommen wir ein bisschen Seegang. Achtung. Einatmen hier, langer Rücken. Und ausatmen, streck die Beine, senk dich ab bis kurz vom Boden, der Rücken wird rund. Einatmen, komm wieder hoch, beug die Beine parallel über die Matte, langer Rücken. Nochmal ausatmen, streck die Beine, senk dich ab bis kurz vom Boden, spann den Bauch an. Einatmen, komm wieder hoch, beug die Beine, langer Rücken. Zweimal noch. Ausatmen, streck die Beine, senk dich ab. Einatmen, komm wieder hoch. Letztes Mal. Ausatmen, senk dich ab, runder Rücken, Spannung, halten. Und dann löse, leg dich in der Matte ab, einatmen hier. Stell die Füße hüftbreit hinter deinem Gesäß auf, sodass du mit den Fingerspitzen gerade noch an deine Fersen rankommst. Dann lass die Handflächen im Boden abgelegt. Einatmen, roll Wirbel für Wirbel dein Becken, deinen unteren und deinen mittleren Rücken nach oben. Ausatmen, roll Wirbel für Wirbel zurück. Noch einmal einatmen, Wirbel für Wirbel nach oben, bis du nur noch auf deinen Schultern liegst. Und ausatmen, Wirbel für Wirbel zurück in die Matte. Einatmen, roll dich wieder nach oben. Wenn du ganz oben angekommen bist, verschränk dann deine Hände unter deinem Gesäß auf der Matte und mit Hilfe deiner Arme kannst du dich noch ein bisschen weiter nach oben hebeln. Wir bleiben hier. Versuch, den Po locker zu lassen. Die Kraft soll aus deinen Beinen kommen. Noch vier. Einatmen, ausatmen. Zwei. Einatmen, ausatmen. Drei. Einatmen, schieb dich noch ein kleines Stückchen weiter nach oben und ausatmen, roll dich Wirbel für Wirbel zurück auf die Matte. Streck die Beine kurz, wenn du magst, dann stell sie mattenweit auf und lass die Knie zusammenfallen. Du kannst hier Scheibenwischerbewegungen mit deinen Beinen machen, um den Rücken zu entspannen. Stell die Füße wieder hüftweit auf. Leg jetzt dein rechtes Fußgelenk auf deinen linken Oberschenkel. Greif um deinen linken Oberschenkel herum und zieh ihn sanft zu dir. Lass den kompletten Rücken in der Matte abgelegt. Wir bleiben für fünf. Einatmen, ausatmen, vier. Einatmen, ausatmen, fünf. Löse die Hände, überschlage jetzt das rechte Bein über das linke. Mach mit dem Po einen kleinen Hüpfer nach rechts. Leg die Arme zu den Seiten ausgestreckt oder in Kaktusform ab. Und dann lass die Beine nach links fallen. Versuch, die rechte Schulter am Boden zu lassen. Wir bleiben wieder für fünf. Einatmen, ausatmen, vier. Einatmen, ausatmen, fünf. Löse, bringe den Po wieder in die Mitte für die andere Seite. Leg jetzt dein linkes Fußgelenk auf deinen rechten Oberschenkel. Greif um deinen rechten Oberschenkel und zieh ihn zu dir. Für fünf. Einatmen, ausatmen, vier. Einatmen, ausatmen, fünf. Löse die Hände, überschlage das linke über das rechte Bein. Mach mit dem Po einen kleinen Hüpfer nach links.
Leg die Arme zu den Seiten ab und dann lass die Beine nach rechts fallen. Versuch, die linke Schulter am Boden zu lassen. Wieder für 5. Einatmen, ausatmen, 4. Einatmen, ausatmen, 5. Löse, bring den Po wieder in die Mitte. Greif in deine Kniekehlen und schaukel dich vor und zurück. Und wenn du genug geschaukelt hast, dann treffen wir uns im aufrechten Sitz mit gestreckten Beinen, Dandasana. Bring die Handflächen neben der Hüfte in die Matte, streck die Arme, mach den Rücken lang. Einatmen, führ die Arme weit nach oben. Und ausatmen, falte dich so weit vor, wie du deinen Rücken noch gerade lassen kannst. Das ist meistens nicht weit. Halte hier kurz, einatmen. Und ausatmen, falte dich über deine Beine. Paschimottanasana, die sitzende Vorbeuge. Greife, was du greifen kannst. Vielleicht legst du dein Handtuch um deine Füße und ziehst dich damit noch ein bisschen weiter nach vorne. Wir bleiben für 10 Atemzüge. Einatmen, ausatmen, 5. Einatmen, ausatmen, 9. Einatmen, ausatmen, 10. Einatmen, roll dich in den aufrechten Sitz zurück, streck die Arme nochmal nach oben und ausatmen, lösen. Für Baddha Konasana stell die Füße einmal auf und dann lass die Knie nach außen fallen. Bring die Fußsohlen vor dir zusammen mit ein bisschen Abstand. Und dann öffne deine Füße mit deinen Händen, so als ob du jetzt gerade den Duden aufschlagen würdest. Macht man selten nur noch, aber ich denke, wir wissen alle, wie es gehen würde. Einatmen, richte den Rücken nochmal lang auf. Und ausatmen, falte dich über deine Beine. Vielleicht kannst du mit deinen Unterarmen, deine Unterschenkel noch ein bisschen nach unten drücken. Wir bleiben wieder für 10. Einatmen, ausatmen, 5. Einatmen, ausatmen, 9. Einatmen, ausatmen, 10. Einatmen, richte dich wieder auf und ausatmen hier. Streck jetzt dein rechtes Bein schräg zur Seite und deine linke Ferse bringst du zum Schambein. Einatmen, streck die Arme lang nach oben und ausatmen, dreh dich zu deinem rechten Bein und lass dich über dein rechtes Bein sinken. Greif an die Außenseite von deinem Schienbein, von deinem Fuß, wo auch immer du jetzt ankommst. Und dann atme in diese schöne Seitendehnung. Wir bleiben für 5. Einatmen, ausatmen, 4. Einatmen, ausatmen, 5. Einatmen, richte dich auf und komm in die Mitte zurück, streck die Arme. Ausatmen, löse, wechsel die Beine. Das rechte Bein klappt ein Fuß zum Schambein und das linke Bein streckt schräg zur Seite. Einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, dreh dich zu deinem linken Bein und lass dich über das Bein sinken. Greife an die Außenseite von wo auch immer du jetzt ankommst. Und dann atme in die Seite für 5 Atemzüge. Einatmen, ausatmen, 4. Einatmen, ausatmen, 5. Einatmen, Arme nach oben, komm in die Mitte und ausatmen, lösen.
Stell beide Füße mit etwas Abstand hüftbreit vor dir auf. Platziere die Handflächen mit etwas Abstand hinter dir. Fingerspitzen zeigen in Richtung Po. Und dann einatmen, heb dein Becken nach oben für den Tisch. Und wenn es geht, ausatmen. Lass den Kopf in den Nacken sinken. Einatmen durch die Nase und ausatmen durch den geöffneten Mund. Einatmen durch die Nase und aus durch den Mund. Noch einmal ein durch die Nase und aus durch den Mund. Einatmen, bringen das Kinn zurück zur Brust und ausatmen, setz den Po wieder in der Matte ab. Schnapp dir jetzt deinen Block oder dein dickes Buch. Wenn nötig, pausierst du jetzt kurz und holst dir eben ein dickes Buch. Und dann heb dein Becken nochmal an und leg dir den Block oder das Buch unter dein Kreuzbein. Das ist der knöcherne Teil, da wo das Maurerdekolleté aufhört. Streck deine Beine nach oben, die Füße geflext. Und dann leg die Hände links und rechts neben dir ab, Handflächen zum Boden. In dieser unterstützten Variante des Schulterstands kann das ganze Blut mal easy in die andere Richtung zurückfließen. Da freut sich der Kreislauf. Wir bleiben hier für 10. Einatmen, ausatmen, 5. Einatmen, ausatmen, 9. Einatmen, ausatmen, 10. Stell die Füße wieder in der Matte ab, entferne den Block oder dein Buch und komm in die Rückenlage. Bring jetzt die Hände nebeneinander unter dein Gesäß, Handflächen zum Boden und einatmen, komm mit dem Oberkörper hoch auf die Unterarme. Ausatmen, lass den Kopf in den Nacken sinken und bring die Krone des Kopfes in Richtung oder ganz auf die Matte. Einatmen durch die Nase und aus durch den offenen Mund. Ein durch die Nase und aus durch den offenen Mund. Einmal noch ein durch die Nase und aus durch den offenen Mund. Einatmen, bringen das Kinn zur Brust. Und ausatmen, leg dich auf der Matte ab. Du hast es geschafft. Shavasana. Wenn du schnell frierst, dann schnapp dir eine Decke oder zieh dir eben was über. Und dann streck die Beine V-förmig von dir. Lass die Füße ganz entspannt nach außen fallen. Leg die Arme so ab, dass die Achseln frei sind. Die Handflächen gerne zur Decke geöffnet. Oder finde eine andere für dich bequeme und entspannende Position. Schließ deine Augen. Atme tief in den Bauch ein. Spür, wie die Bauchdecke sich hebt und aus, wie sie sich senkt. Mit jeder Einatmung atmest du Entspannung ein. Mit jeder Ausatmung Anspannung aus. Und dann sink noch tiefer in deine Matte. Entspann deine Füße, deine Waden, deine Oberschenkel. Deinen Po, entspann deinen unteren Rücken, deinen Bauch, deinen oberen Rücken, deinen Brustkorb, deine Schultern. Entspann deine Arme, deine Hände, deinen Nacken, deinen Hinterkopf,
deinen Kiefer, deine Stirn, dein ganzes Gesicht. Entspann deinen ganzen Körper. Und dann komm langsam wieder zurück auf deine Matte. Bring Bewegung in deinen Körper. Kreise deine Finger, deine Zehen. Lass die Bewegung größer werden. Kreise deine Hände, deine Füße. Reck dich und streck dich. Mach, was sich jetzt gut anfühlt. Und wenn du soweit bist, dann roll auf deine Lieblingsseite. Mach dich hier nochmal ganz klein und bleib hier einen Moment. Und dann lass die Augen gerne noch geschlossen. Drück dich zum Sitzen hoch, wie zu Beginn der Stunde. Finde nochmal einen Sitz mit gekreuzten Beinen. Richte die Wirbelsäule auf. Lass die Hände auf die Knie sinken und spür einmal in dich hinein. Und dann nimm die Handflächen vor der Brust zusammen. Sag dir selbst einmal Danke, dass du dir die Zeit für dich genommen hast. Namaste. So, das war's mit dieser Sequenz. Du hast deinen Körper jetzt gerade ordentlich von Kopf bis Fuß durchbewegt. Gute Arbeit. Gönn dir jetzt ein bisschen Regenerationszeit und dann bist du herzlich eingeladen, die Sequenz zu wiederholen und dabei immer sicherer zu werden und die ganzen Sanskrit-Namen der Asanas zu lernen, die ich hier immer fleißig eingestreut habe. Ja, dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Mach's gut.